Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Gestern hatten wir über Fußball geredet. Heute reden wir halt über Hobbys und von früher als Kind und so weiter. Falls euch das Video bzw. der Podcast gefällt, liken, abonnieren, wie immer kennt ihr. Glocke aktivieren, jeden Tag täglich neue Retalks, könnt ihr gucken auch. Und in der Beschreibung, YouTube, alles etc. Wie gesagt, alles vorhanden. Ja, Hobbys von früher. Jeder hatte mal einen Kindheitstraum. Also beziehungsweise viele wollen ihr Hobby dann zum Beruf machen. Das sind in den meisten Fällen Leute so zu 80% der Kinder, beziehungsweise Jugendlichen. Ja, heute ist das ja schwieriger als früher auf dem Markt, weil heute ist ja mehr Technik, mehr Konkurrent, mehr Leute. Also man weiß nicht so viele Ideen, man muss noch kreativer sein, um sein Hobby zum Beispiel zu machen. Ja, damals Fußballer, also wie gesagt, viele wollten ja damals auch Profifußballer werden in der Zeit. Heute ist es halt noch schwieriger als früher entdeckt zu werden. Sag ich euch jetzt schon, also ist nicht mehr wie früher. Da einfach so viele Jugendakademien gibt, weil die wollen ja schon heute die Leute in dem Bereich, das hatte ich auch früher gemacht, schon mit 12, 11, ich glaube nicht sogar schon mit 10, 9 oder 10 gibt schon, wenn ich sogar noch früher. Sollen die halt schon, wie gesagt, hier andere Leute machen, also die Konkurrenz ist einfach übersättigt im Fußball. Ja, wie das heute auch in den anderen Sachen ist mit Hobby, zum Beispiel Boxen oder Social Media, also auch ein Beispiel heute Social Media, 80% der Kinder wollen das ja, also ihr Hobby als Beruf machen, ist auch eine Doku auf Netflix, zum Beispiel. Da muss auch zum Beispiel Glück haben, wenn ein Mädchen das ja Vorteile. Ich weiß ja nicht, so Fashion, Make-up, Look, keine Ahnung, also schwierig heutzutage, dass es so viele Ideen gibt, man muss kreativ sein, man muss neue Ideen entwickeln, alles. Und sonst, alles neu, dies, das, halt, ja. Und sonst neues, die Technik muss erweitert werden, dies ist Qualität, Ton, alles muss erweitert werden, sozusagen, wie man hier weiß. Also, wenn man weiter vorschritt und noch mehr Fans hat, so zum Beispiel. Ja. Sonst, ist das auch Glückssache, also kommt auch immer drauf an, wie der Mensch ist, Charakter, Charisma, Kritik, also ob der überhaupt für die Kamera geboren ist, etc. und so weiter. Ich zum Beispiel, ja, ich wollte damit Fußballprofi werden, ging nicht, weil ich damit selbstsicher, Unsicherheit war, wegen meiner Krankheit jetzt sich zurückgehalten. Ging, also ich konnte mein Hobby damals mit Fußball nicht machen, umändern. Ging nicht. Dann im Kampfsport gewechselt, ging auch nicht, weil ich auch zu Wettkämpfen, Profis, also umwenden ging auch nicht, da ich damals ein Medikament aus USA genommen habe, das war damals nicht vom Verband, also aus erlaubt 2000 noch, also Mitte 2000, Anfang 2000. Deswegen ging Fußball und das schon mal auch nicht, weil auch keiner mitgekommen ist. Ja, dann wollen wir uns weiter gucken. Dann habe ich halt Castings, Kameraerfahrung gemacht, etc. und so. Alles. Casting. Und so. Auch eine riesen Erfahrung, Leute. Geht dahin, versucht euer Glück. Auf jeden Fall. Dann habe ich auch so eine Setcard, die Start alles noch bekommen. Hat auch dann Potenzial. Wie gesagt, dann wollte ich auch Model machen, also Escort, Service Stripper geht auch nicht, wegen meiner Größe halt. Als Mann muss man mindestens 1,80 sein, geht heute nicht mehr. Also ich bin 1,70, deswegen, sonst hätte man alles ablischen, dies, das können, damals zumindest, also vor ein paar Jahren noch. Auch. Ja, und sonst, wie gesagt, weil dann ging das ja nicht, dann habe ich weiter versucht, meine Casting, Glück da, die ist da beworben, RTL und so weiter. Ich wollte unbedingt mein Hobby machen, weil mein Zweitberuf war einfach vor, also Schauspieler, also auch als Hobby damals gemacht. Konnte gut Texte machen, konnte gut Kreativität, Improvisierung, alles haben die damals auch gesagt im Sport, du kannst gut fallen, schauspielen, die ist da. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir machen das. Probieren wir das mal. Dann wurde ich auch von RTL 2 angerufen, beziehungsweise hätte auch verschiedene Single-Dating-Shows machen können auf RTL, aber habe ich da nicht gemacht, weil ich damals schon zu dem Zeitpunkt auch mit einer frisch zusammen war. Hat da nicht geklappt halt, also beziehungsweise habe ich dann abgesagt, da habe ich jetzt damals auch hier für T... Boah, was war das noch? Ja genau, einmal für Take Me Out, für Temptation Island,
und dann noch irgendwie für so eine Kreuzfahrt-Single-Show, keine Ahnung, nehmen sollen. Dann hatte ich mich nochmal beworben für RTL 2 für Serien. Ihr kennt ja damals noch gerade Schule, mein Hobby. Habe ich auch damals geguckt, jeder als Jugendlicher ist ja heute abgestürzt worden. War ich auch im Headquarter, wurde eingeladen, im Industriegebiet, da war wirklich Aldi neben, wie man immer gesehen hat, und dies und das, also wie alles im Original. Da muss ich dann auch Vorsprechen machen. Vorsprechen halt alles. Die Start machen, ne, warte mal, erst muss ich mir zwei lange Texte durchlesen. Genau, umsetzen dann. Behalten, wie das dann die Situation ist. Dann haben mit zwei Leute, also von einem Team dann, mit mir das ausgeübt. Auch alles einmal emotional traurig, einmal wütend und dann noch einmal fröhlich, genau. Und dann wurde dann halt immer mit Kamera aufgenommen. Dann später die Entscheidung, das hat dann 2 Stunden an den Tag gedauert, 3. Auf jeden Fall, die Originaldarsteller waren auch da vor Ort, habe ich gesehen, nämlich manche. Auch richtig nice und witzig halt, die Sommer vor Ort zu sehen. Ja, und dann kam die schlechte Nachricht, die Staffel wird abgesetzt, Leute. Ja, und so musste ich weitersuchen, ja. Damals mein Traum schon 2014 mit Social Media anzufangen. Damals hatte ich auch noch Sicherheit, also Angst, ängstlich, Unsicherheit, Selbstsicherheit, alles nicht gehabt. Also, um damals anzufangen. Ja, da habe ich gesagt, komm, da du das auch nicht machen kannst, komm, mach mit Social Media, du immer am Handy, die Start und alles machst und dir die Kameraerfahrung hast hier auch. Und auswendig, beziehungsweise Skripte lernen kannst, auch dies und jenes. Kameraerfahrung auch, hier wird es halt auch so Potenzial, Ausstrahlung, sympathisch sagen, viele mal bei mir auch, auch hier der Mann, die Stadt und so weiter. Auch weite Zähne, meine Zähne sind auch komplett weiß, also auch nicht, dass ihr denkt oder so, auch Zahnarztkontrolle zweimal mehr mit potenzieller Zahnreinigung. Augenringe decke ich immer ab, beziehungsweise ist hier abgedeckt, ist nur wegen Licht. Geerbt, also geerbt von den. Also von meiner Generation, ich bin Osteuropäer, deswegen also tschechische Wurzeln, deswegen auch Augenringe im Gesicht markant. Da habe ich gesagt, komm, probieren wir das jetzt. Also, wie gesagt, ich bin jetzt auf TikTok, ich sage alles hin, etc. und will jetzt, also dranbleiben, Leute, dranbleiben. Also, wie gesagt, auch Dokus, die es da angeguckt hat, auch Social Media Coaches auch, die mir das gezeigt haben, auch so Coaches, Experten, aber ich habe jetzt noch kein Manager, ich mache komplett alles alleine. Also wie gesagt, davor hatte ich 6-8 Monate Social Media Erfahrung, Coaches und dies bla bla bla. Um überhaupt das alles zu wissen und zu kontieren und zu connection. Ja. Und so war schon mal am Anfang, jetzt mache ich das intensiv, alleine knapp. Davor nicht so aktiv, weil da hatte ich noch keine Zeit. Jetzt mache ich aktuell 5 Wochen knapp, genau, Leute. Und ich habe schon 1 Million, also nicht 1 Million, fast 500.000, View schon mal auf TikTok. Auch schon mal über 11.000 Likes geschafft. Respekt. An die Community, danke, thank you very much. Also, da hat er mich so unterstützt, deswegen auch pro Monat die Start und dann gucke ich mal die Strategie, Analysik und so. Und so habe ich dann mein Hobby, will ich jetzt endlich mal umsetzen, da für mich das andere unmöglich ist, wie gesagt. Also, normale Krankheit, also Ausbildung oder Arbeit ist für mich unmöglich wegen meiner Krankheit. Könnt ihr auch in der Info gucken, YouTube-Biografie. Auch nochmal zu dem Thema, was ich damals Anfang angesprochen habe, ausführlich auch irgendwo unten in der Liste, meine ich. Aber ich weiß nicht, man kann auch sein, dass ich gelöscht habe, deswegen sehe ich das nochmal hier. Damals wegen meiner Konzentrationsspeicher, alles und so. Also wie gesagt, leider nicht. Geht dann nicht, konnte dann auch nicht damals meinen richtigen Traumberuf machen. Polizei ging nicht, wegen Konzentrationsspeicher auch, damals auch noch die Größe und so weiter. Ausbildung auch unmöglich, deswegen habe ich gesagt, komm, die einzige Chance, da du mit Schauspiel immer noch was und die Zeit, komm, wir probieren jetzt auch mal wieder mit Social Media und lachen mich tot. Deswegen mache ich jetzt auch hier täglich Podcasts, auch zwischendurch Video-Reactions und täglich Real Talks und News, auch als Shorts. Also wie gesagt, 30 bis 60 Sekunden auch jeden Tag, auf jeden Fall mindestens 2 Mal, die Zeit so. Und hoffe dann irgendwann einen Social Media Manager an meiner Seite zu haben oder einen Designer, Videodesigner, keine Ahnung. Oder irgendwie so ein Team. Irgendwann hoffe ich dann. Ja, auf jeden Fall läuft alles gut bis jetzt aktuell. Deswegen, Leute, glaubt an euren Traum. Wie gesagt, die sind auch immer auf. Die Hobbys, die Kinderberufe machen ja auf Nick. Ich glaube auf Nickelodeon. Da stell dir sich vor, wenn du dran glaubst und weiter an dein Hobby sein machst, kannst du noch später als Beruf machen, zum Beispiel. Ja, das ist ja, nebenbei mache ich dann auch noch sportlichen Ausgleich wie Kampfsport und dies, das, weil da man abschaltet vom Handy. Klar. Aber Leute, wenn ihr das einfach wollt, das Hobby, macht es zum Beruf.
Glaubt daran, es redet mit euren Eltern und die vielleicht unterstützen die euch, also bei mir auch so gewesen, ein bisschen machen die. Wie gesagt, ihr werdet dann unterstützt, erklärt die Situation richtig, macht euer verdammtes Hobby zum Beruf, Leute. Ich mache auch alles natürlich so, ich mache jetzt nicht mehr hier so krasse Over-Bearbeitung hier wie jedes Vibe, mache hier jede Falte weg oder dies und das. Da ein bisschen filtern mache ich auch oder ein bisschen bearbeiten, aber jetzt nicht so hardcore-mäßig, also wie die anderen Leute. Weil ich muss natürlich rüberkommen und mache jetzt hier auch nicht irgendwie, schreibe jetzt hier Skripte auf ein Buch oder muss ich vor der Kamera sagen, bla bla bla. Ich mache einfach mein Verdacht-Ping-Skript, aber das machen wir später noch, also da kommt nochmal ein anderer Podcast zu. Wieder nochmal ist die Geschichte, jetzt haben wir ja auch Hobbys, mach dann Hobbys zum Beruf. Komm, wenn du leben kannst. Jetzt habe ich ja schon gesagt. Jetzt wisst ihr, wie ich mein Hobby zum Beruf machen will, also beziehungsweise damit Geld verdienen will, weil anders nicht geht. Auch damals gehabt habt, früher. Und, ja, ich weiß ja nicht, falls ihr reiten geht oder sonst, könnt ihr auch später so, auch Olympia habt ihr dann als Ziel, manche haben ja dann Olympia im Kopf, also wollen ja Hobby, dann Olympia gehen, klar, meins gibt es nicht, oder zum Beispiel E-Sports, da gibt ja auch diese anderen Twitter, E-Sports, die, ich weiß nicht, kommen auch in der Olympiade jetzt irgendwie irgendwann, keine Ahnung, ey, hatten die mal vor. Dann wollen die auf jeden Fall das dann auch machen, glaube ich, aber bin mir nicht sicher, ja. Und dann, wie gesagt, der eine hat dann auch irgendwie, weil er verletzt war, hat dann seinen Traum gemacht, wollte dann auch trotzdem Fußball machen und ist dann vom richtigen Fußball in der E-Sport Ding reingekommen, also in der Welt. Siehst du, es ist alles möglich, wenn du einfach der Zielsetz glaubst und so weiter. Einfach dranbleiben, jeden Tag Geduld haben. Geduld ist heute, also in der heutigen Zeit ist einfach Geduld, Disziplin und warten. Und zu aller guter Letzt nicht immer ganz euch down machen, einfach positiv denken. Das sind die Fakten alle, um das im Beruf zu machen, also euer Hobby im Beruf, im Traum zu machen. So. Das war doch schon mit dem Special Podcast. Also wir werden nächstes Mal jetzt nochmal richtig in dem nächsten Podcast, der dann morgen kommt, erzähle ich dann nochmal an meine Situation. Haut rein bis dahin. Falls euch das gefallen hat hier, der Podcast, alles und so. Gibt auch weitere Folgen in der Playlist, alles sortiert. Könnt ihr dann gerne reinschauen, alle anderen Folgen nochmal hören und so weiter. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, unten Link, Beschreibung, überall abonnieren, donate, etc. Twitter und so weiter, alles verfügbar. Ciao, Mr. D, NRW.